Auch in Wriezen gilt er als der beste Freund des Menschen. Aber wenn es um die Entsorgung seiner Hinterlassenschaften geht, offenbaren einige Zweibeiner totale Ignoranz. Ich denke, das Problem ist kein Hundeproblem, weil nicht die Hunde direkt bereiten das Problem. Hunde sind eine tolle Sache in jeder Familie. Ich selbst habe auch zwei Hunde. Das Problem ist, dass man einfach die Hinterlassenschaften, die natürlich bei einem Hund auch anfallen, dass man die einfach aufnimmt und ordnungsgemäß entsorgt. In Wriezen haben wir Hundetoiletten dafür. Und es ist ja nicht so, dass die Hundetoiletten nicht regelmäßig mit Hundekotbeuteln bestückt werden. Im Gegenteil. Unsere Hundetoiletten bestehen einerseits natürlich aus diesem Bereich, wo man entsorgen kann. Und dann sind sie auch versehen mit einem Spender. Und wöchentlich werden sie durch uns befüllt. Aber auch wenn keine da ist, jeder Hundebesitzer sollte sich selbst solche Tüten auch besorgen und bei sich führen. Das wird auch durch die Ordnungsämter natürlich kontrolliert. Und die Hinterlassenschaften kann man dann gerne hier reinmachen. Das ist für unsere Mitarbeiter auch hygienisch, sodass die Mitarbeiter das vernünftig entsorgen können. Ja, wir haben es oft erlebt, dass innerhalb eines Tages schon sämtliche Hundetüten wieder weg sind. Und deswegen gehen wir davon aus, dass einfach manch einer sich dann gleich das ganze Paket rauszieht. Das ist natürlich sehr schade, weil dann im Notfall für die anderen nichts da ist. Also dieser Tütenspender, liebe Hundebesitzer, ist eigentlich nur ein zusätzliches Angebot. Jeder Hundebesitzer ist verpflichtet, solche Beutel bei sich zu führen. Noch auffälliger als Hundehaufen sind die Müllberge, die innerhalb weniger Stunden immer wieder in den Nebenstraßen entstehen. Offensichtlich scheinen es einige Mitbürger nicht zu begreifen, dass der öffentliche Raum keine Mülldeponie ist. Grundsätzlich muss man feststellen, dass Randalismus, mutwillige Zerstörung fremden bzw. öffentlichen Eigentums und illegale Müllentsorgung kein seltener Tatbestand in Wriezen sind. Ja, leider wird in Wriezen derzeit relativ viel Stadtmobiliar zerstört. Dazu gehören Bänke, Papierkörbe. Wir haben Probleme mit Graffiti-Schmierereien. Blumen werden herausgerissen. Das ist natürlich für die Bevölkerung ein großes Problem und ein großes Ärgernis vor allem. Und es ist auch ein Ärgernis für alle diejenigen, die natürlich diese Sachen wieder ins Lot bringen müssen. Beispielsweise hatte die Stadtverwaltung mehrere Street-Buddies Anfang August pünktlich zum Schulanfang entlang der Hauptverkehrsader aufstellen lassen. Doch selbst die kleinen Verkehrshelfer wurden attackiert. Für unsere Schulanfänger ist es natürlich gerade zu Beginn des Schuljahres besonders gefährlich auf den öffentlichen Straßen. Und da ist die Rücksichtnahme sämtlicher Verkehrsteilnehmer besonders gefordert. Aus dem Grund hatten wir uns einfallen lassen, diese kleinen sogenannten Street Buddies an besonders gefährlichen Stellen aufzubauen. Leider nach 40 Stunden war das erste Männchen gestohlen, ein anderes war zerstört, mutwillig. Das war natürlich sehr frustrierend, erstmal für alle, die an dem Projekt mitgewirkt haben, die mit aufgebaut haben. Ja, und ist ja auch nicht Sinn der Sache. Wir wollten damit ein kleines Zeichen setzen. Als wir in die Öffentlichkeit gegangen sind, mit diesem Unmut, den wir dort hatten, hat sich schnell herausgestellt, dass viele Wriezner das auch nicht so hinnehmen möchten. Und da habe ich mich gefreut, dass ein Wriezner Unternehmer, nämlich Kreativdesign, jetzt Sven Friedrich, sich sofort bereit erklärt hat. Er hat mich sofort angerufen und gesagt, das ist ein Unding, was da passiert ist. Ich werde diese beiden sofort ersetzen. Letztendlich hat er sie auch wirklich bis zum nächsten Montag schon ersetzt gehabt und sogar ein zusätzliches noch direkt vor seinem Geschäft aufgestellt. Apropos Nachwuchs. Nicht nur der sucht bei den sommerlichen Temperaturen Abkühlung und Entspannung im Wriezener Waldbad. Obwohl ein Bademeister vor Ort ist, wird die einzige Wriezener Bademöglichkeit nicht nur von untalentierten Möchtegern-Sprayern heimgesucht, sondern auch viel zu oft von rücksichtslosen Badegästen. Die Waldbadsaison geht noch bis zum 15. September und wir freuen uns natürlich über die höheren Temperaturen, die wir jetzt in nächster Zeit erwarten. Ja, und natürlich freuen wir uns dann auch, wenn die Wriezener Bürger und auch unsere Besucher gerne hierher kommen und das Waldbad nutzen, um sich abzukühlen, um sich zu erholen. Natürlich auch hier ist der Wunsch, mein Wunsch und der Wunsch unserer Badewarte, dass die Leute natürlich umsichtig sind und ihren Müll möglichst wieder mitnehmen. Wir haben auch Mülltonnen hier, aber eben halt nur für kleinere Sachen. Und was man mitbringt, kann man auch wieder mitnehmen.
Der hiesige Revierpolizist ist über die Sachbeschädigungen und abendlichen Vorgänge in der Stadt informiert. Zusätzliche Maßnahmen sollen folgen. Es gibt verschiedene Lösungsansätze. Natürlich erhöhen wir bereits die Präsenz durch unser Ordnungsamt, auch unser Verein oder unser Sicherleben, unsere Sicherheitspartnerschaft in Wriezen, die ja seit vielen Jahren besteht, ist darauf aufmerksam gemacht worden und passt ihre Streifen dementsprechend an. Mit der Polizei stehen wir im engen Austausch und wir überlegen uns auch noch weitere Dinge, dass wir gerade außerhalb der normalen Öffnungszeiten Präsenz zeigen können und auch einfach die wenigen, die gegen die Regeln der Gemeinschaft verstoßen, dass wir die einfach zur Ordnung rufen. Damit Wriezen auch zukünftig lebenswert bleibt, bedarf es wieder mehr Achtsamkeit in der Bürgerschaft selbst. Dann könnte sich die Stadtverwaltung verstärkt um zukunftsweisende Projekte kümmern. Ja, das ist eine weitere Maßnahme bei uns in der Stadt Wriezen, die wir jetzt in Kürze beginnen können. Und zwar ist es der Anbau zu unserer Sporthalle. Das ist ein Teil, sage ich mal, von dem Projekt Bildungscampus-Entwicklung. Wir sind ja ein Bildungsstandort hier in Wriezen und ein wichtiger Bildungsstandort. Und wir sind mit den Kapazitätsgrenzen unserer Sporthallen schon seit vielen Jahren an der Grenze. Wir verzeichnen höhere Schülerzahlen an unseren Schulen und aus dem Grund muss dort gehandelt werden. Und ich freue mich, dass wir nun soweit sind, dass wir hier einen Sporthallenanbau, ursprünglich mal als Bewegungsraum, wird doch ein bisschen mehr mit Umkleide und Sanitär, errichten können. Dass Wriezen über eine Freilichtbühne verfügt, ist bekannt. Leider auch jenen, die dort nicht nur einkehren, um Konzerte zu erleben, wie jetzt am 20. August. Damit besagtes am Freitagabend überhaupt stattfinden kann, sind viele Reparaturarbeiten notwendig. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes bemühen sich zwar, der Schäden habhaft zu werden, doch dass die teils maroden Bänke zusätzlich immer wieder beschmiert und zertreten werden, macht die Durchführung von Veranstaltungen nicht einfacher. Also wir sind als Stadt natürlich wahnsinnig froh, dass wir die Freilichtbühne hier überhaupt zur Verfügung haben und dass es wieder möglich ist, diese auch zu nutzen. Und wir haben schon zwei Events abgehalten in diesem Jahr auf dieser Bühne. Und am 20.08. findet hier das Konzert der Toten Ärzte statt. Das ist eine Coverband, die Musik von den Ärzten und von den Toten Hosen covert. Ich denke, das kann ein sehr amüsanter Abend werden. Und alle Bürger sind herzlich eingeladen. Dazu müssen wir natürlich die Freilichtbühne auch wieder ein bisschen herrichten. Das heißt, wir müssen Vandalismusschäden leider beseitigen, die immer wieder auftreten, weil Bänke kaputt getreten werden, beziehungsweise auch Graffiti-Schmierereien an den Wänden sind. Ab und zu natürlich auch Verwitterungen, die natürlich auch auftreten bei den Holzbänken, so dass hier wieder möglichst viele Leute hineinpassen. Ohne die Corona-Beschränkungen fasst unsere Freilichtbühne bis zu 1000 Menschen. Mit Corona-Beschränkungen ist das ungefähr halbiert, da wir ja doch auch die Abstände einhalten müssen. Ja, und wir haben vor, sukzessive diese Bühne auch noch weiter herzurichten. Dazu werden wir das Konzert am 20.08. ist ja kostenlos. Wir werden aber eine Spendenbox aufbauen, sodass wer möchte, gerne einen kleinen Beitrag dort einwerfen kann. Hier muss das Dach gemacht werden und ein paar andere Dinge, die einfach dazu beitragen, dass wir die auch zukünftig gut nutzen können. Wir sind die Toten Ärzte. Und ich kann euch sagen, euch erwartet heute ein fettes Power-Paket, wie immer. Tote Hose, Ärzte-Stücke ohne Ende. Alle, die ihr kennt, alle, die ihr mögt und alle, die ihr wollt. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass wir da heute Abend die Burg zum Beben bringen. Wir rocken das heute und es wird richtig, richtig geil. Weil ich hab Bock. Und ihr auch? Freunde, freut euch einfach auf ein fettes Fest. Dank euch, dank uns. Wir werden hier Spaß haben, garantiert.